Microsoft Studios. Moon Studios. Präsentieren euch Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Ja, ich habe ja letztens eine Abstimmung gemacht, was ihr sehen wollt, Ori and the Blind Forest oder Mario Kart DS, weil ich mich zwischen diesen beiden Spielen einfach nicht entscheiden konnte. Und als ich das Video hochgeladen habe, dachte ich, mich trifft der Schlag. Fast 90% der Kommentare bestand daraus, was ist Ori? Kenne ich nicht. Was ist das für ein Spiel? Und ich dachte mir so, ihr kennt Ori nicht? Wollt ihr mich verarschen? Das ist so ein beliebtes und geiles Spiel und ihr kennt es nicht. Also muss ich schon sagen, da war ich echt erstaunt. Also da war ich wirklich, wirklich ziemlich erstaunt. Aber, sagen wir es so, mit diesem EP ändern wir mal die Scheiße. Und dann willkommen auch zu meinem EP zu Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Natürlich fragen sich jetzt manche, hey Malik, wozu ist diese Definitive Edition überhaupt? Das kann ich euch sagen. Erstens, die Grafik, manche Texturen, allgemein die Auflösungen wurde nochmal überarbeitet. Es sieht also nochmal ein bisschen besser aus als das Original, was am 11. März natürlich 2015 erschien. Und die Definitive Edition erschien ein Jahr später. Ne? Haben sie natürlich die ganze Kritik, was sie für Ori eingehandelt haben, Moon Studios, das war nämlich ihr allererstes Spiel, haben sie dann mit der Definitive Edition wieder gut gemacht. Was ich eigentlich ziemlich geil fand. Dazu hat die Definitive Edition noch zusätzliche Fähigkeiten und einen zusätzlichen kleinen Story-Abschnitt. Was dieser ist, weiß ich auch nicht. Ist blind, ich werde wahrscheinlich nachschauen müssen, wo sich dieser befindet, weil ich wirklich keinen Plan habe, weil ich habe das Spiel vor Jahren mal bei Nintendo gesehen. Und da war ich so begeistert von dem Spiel, ne? Es ist mir immer in Erinnerung geblieben, aber ich konnte es nie selber spielen. Ich wollte es unbedingt machen, aber hab's nie. Ich habe es einfach nie gespielt. Was mich sehr, sehr traurig gestimmt hat, bis dann Summer Sale war, ich gerade Geld zufällig da hatte, ehe ein Steam Shopping Wahn war und dann gesehen habe Ori and the Blind Forest. Und da hieß es gleich für mich, kaufen, sofort. Und jetzt sind wir hier. Anstatt es hier noch großartig rumzulabern, würde ich sagen, starten wir dieses wunderschöne Spiel. Und glaubt mir, wer dieses EP verpasst, wird was verpassen, weil das ist sehenswert. Es ist zwar kein Nintendo-Titel, es ist von Microsoft, aber was das österreichische Studio da auf die Beine gestellt hat, ist atemberaubend. Aber genug geschwafelt. Let's go. Und wir spielen natürlich auf der Schwierigkeitsgrad normal, weil das Spiel natürlich blind ist. Immer werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als Ori von mir ging in Sturm und Wind. Ein Blatt ist vom Baum abgefallen. Und da fliegt es dahin. In die Weiten dieser Welt. Aber es unterscheidet sich von all diesen Blättern, nämlich es hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Und es leuchtet auch. Und bewegt sich ganz anders. Ein Wesen, das hier da sitzt und dieses Blatt anscheinend nun verfolgen möchte. Und damit geht's auch los. Und ach ja, allein die Grafik, muss ich schon sagen, sieht einfach nur atemberaubend aus. Weil das ganze Spiel ist gezeichnet. Schwalben ist. Okay. Es ist alles gezeichnet und ihr wisst ja, ich habe es glaube ich auch schon oft erwähnt, wenn mir jemand was zeichnet oder ich irgendwas Gezeichnetes sehe, ich verliebe mich instant darin. Alles, was bis jetzt für mich gezeichnet wurde, habe ich aufbewahrt, egal ob es ein Avatar oder sonst was war. Unglaublich. Und ich finde auch einfach, wie gesagt, die Atmosphäre und das Soundtrack des Spiels ist einfach atemberaubend. Da liegt nun das Blatt. Und es verwandelt sich zu einem kleinen Wesen. Als Naru mein Licht an sich nahm, sagt. Oh, wie süß. Krass. Als ihr eigenes Kind.
Wow. Oh. Ey, das sieht auch irgendwie aus wie Stitch. Und Lilo und Stitch aus, von Disney. Das kommt mal ganz ehrlich, das sieht schon ein bisschen danach aus, ne? Aber man sieht schon, die Lichteffekte und so sind schon etwas besser als in der Originalversion. Und es ist einfach wunderschön. Wunderschön. Aber wir gehen mal raus. Und wow. Alter Scheiße. Und da ist ein X sogar. Cool. Kann ich noch irgendwas machen? Nein, ich kann eigentlich nur springen und laufen. Okay. Und hey, da ist sie ja. Hey. Anscheinend holt sie gerade Essen für uns. Eine Frucht. Mampf. Und es dient anscheinend als Markierung. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und ich finde es irgendwie voll süß, wie er da oben hockt. Oh mein Gott. So knuffig. Dann gehen wir mal da hoch und da hoch. Sie springt zwar, es ist nicht gerade der beste Jump'n'Run Master wie Ori, aber sie kann es immer noch drauf. Setz drauf. Was ist denn? Wow. Das sind viele Früchte. Aber der See blockiert das, ne? Dann müssen wir uns wohl rüberarbeiten. Und das finde ich auch so schön, weil ich habe die ersten paar Minuten schon gespielt. Ersten fünf oder so. Also bald wird es absolut blind sein nach der Sequenz. Und da bauen sie jetzt einfach zusammen eine Brücke, um an die Früchte zu kommen. Und arbeiten gemeinsam. Richtig schön. Richtig, richtig schön gemacht. Und jetzt haben sie die Früchte auch erreicht. Cool. Wirklich, wirklich cool. Und man merkt schon, der Soundtrack ist einfach nur sehr atmosphärisch und sehr ruhig gehalten. Und willst du nicht mitkommen? Oh, sie will anscheinend sich noch ein bisschen den Bauch verstopfen. Die denken wahrscheinlich, das sind alles Megas. So Big Macs. Oh, Big Macs. Okay. Dann bringen wir wenigstens ein bisschen Vorrat dahin. In dieser schicksalhaften Nacht. Bringen wir wenigstens ein bisschen kleinen Vorrat zum Nest zurück. Damit nicht alles gleich aufgegessen wird. Taucht in den Himmel ein flammendes Licht. Was meint er damit? Ich rief nach Ori. Boah, die Stimme ist aber auch richtig geil, ne? Hä? Was passiert da hinten, ne? Ach du Scheiße. Hä? Warte, was machst du? Was passiert? Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott. Wir sind jetzt hier drin. Aber die Vorräte reichen nicht aus. Und nein. Nein. Sag mir nicht. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Sag nicht. Sie hungern und haben schon seit langer Zeit nichts mehr zu essen. Ori hat sie dort oben abgelegt. Will sie etwa nun gehen? Weil sie weiß, sie wird sterben? Nein. Eine Frucht ist übrig. Komm, Issy. Du hast doch... Nein. Was machst du? Ach, du Scheiße. Was ist passiert? Alles ist verdorben. Jede Lebensessenz ist weg. Einfach alles. Ich erinnere mich an die Zeit. Nein. Und der Baum, alle. Nein, es sind echt alle verdorben. Da oben sind welche! Und ich versuche sie nur natürlich zu holen, aber. Schafft es nicht. Im Niedergang und ohne Licht. Sie erreicht die Frucht nicht. Nein. Komm, isst diese wenigstens. Ori, geht's doch anscheinend ganz gut, oder? Oder was tust du da? Der Wald nur blind und traurig. Was machst du? Sie möchte, dass wir es essen. Ne? Sie hat keinen Hunger, aber in Wahrheit lügt sie eigentlich Ori an. Nicht wahr? Und Ori sieht das nun, dass da oben eine Frucht ist. Und versucht natürlich jetzt, an sie ranzukommen. Kann das so gut klettern? Oha! Nicht schlecht, Ori. Nicht schlecht. Aber er tut für seine Mutter quasi alles und holt sich die Früchte, die sie nicht erreichen konnte. Und das ist einen großen Vorrat an Früchten.
Doch Hoffnung zeigt ihr Gesicht. Komm, wir bringen sie ja schnell. Und... Hä? Nein. Nein. Sag mir nicht, wir sind zu spät. Weil solche Rückblenden werden meistens verwendet, um zu sagen, es ist zu spät. Nein, das kann nicht sein. Komm, Ori, beeil dich! Nein. Und was ist das? Gruselig. Oh mein Gott, oh nein, 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 nein. Alles nur das nicht. Das sind viel zu schöne Erinnerungen. Nein, alles nur das nicht. Oh, die letzte war nicht so eine schöne. Komm, wir sind doch noch rechtzeitig, oder? Wir sind noch rechtzeitig. Bitte sag, wir sind rechtzeitig. Schau mal. Wir haben die Früchte. Nein. Sind wir zu spät? Wir haben es anscheinend nicht rechtzeitig geschafft. Ori versteht das nun natürlich nicht. Er probiert sie aufzuwecken, aber... Tut mir leid, Ori. Tut mir leid, sie ist... Sie ist... tot. Und nun hat er es auch verstanden. Oh mein Gott. Das ist gerade echt traurig. Sehr, sehr traurig. Nun wieder ein Weise. Ganz allein. Ja, wieder allein. Einsamkeit ist das Schlimmste, was es geben kann. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ohne Grund zu bleiben. Er begibt sich natürlich nun auf eine Reise. Sie ist gestorben und wir sind allein auf der Suche nach meinem Licht. Ach, Ori. Tut mir gerade so leid. So schwach und voller Leid. Komm hoch da, Ori. Komm schon. Ja, okay. Gut. Der Arme. Als Schrei ungehört verhallt. Können wir da weiter? Das ist doch alles voller Dornen. Ori, pass auf, okay? Verletz dich nicht. Ah, scheiße! Und alle Hoffnung verloren ging. Alles in Ordnung, Ori? Alles okay? Scheiße. Ori. Nein. Fuck! Er hat sich anscheinend das Bein gestaucht oder so. Och, nö. Als die Kraft meines Kindes weg. Oh nein. Ori ist auch ganz schwach. Nur vom Hunger. Hat ja auch nichts gegessen. Oh nein. Komm, Ori. Das schaffst du. Ori. Bitte. Komm schon. Komm schon. Nein. Und der letzte Atemzug getan. Nein. Ori, komm, steh auf, bitte. Was passiert hier? Was zur... Wow. Ori ist gestorben anscheinend, aber... So viel Lebensessenz wird auf einmal... entfacht. What's going on? Und jetzt der Baum! Wird er jetzt wiederbelebt? Ja toll, Blackstream bringt mir das auch nicht mehr. Lebte mein Licht Ori wieder und ein neues Zeitalter begann. Hä? Warte. Oder... Steam? What the fuck? Warte. Haben wir... durch unseren Tod... kann all... Leben wieder entfacht? Wow. Und damit beginnt auch schon das Spiel. Unglaublich. Unglaublich. Und ich kann Rückwärtsseite, ich kann springen, rennen. Kann ich auch einen Doppelsprung oder so? Nein. Aber okay. Gehen wir mal weiter. Aber Alter, wie geil. Und drücke A. Halte A gedrückt, um höher zu springen. Okay. Nö. Shit. Das war zu früh. Nee. Jetzt das. Perfekt. Und nein, da will ich hoch. Und nein, komm hoch da. Bam,
Nein! Ah. Obwohl, jetzt kann ich hoch. Perfekt. Aua! Autsch! Das hat weh! Verflucht! Und da kann ich nicht lang? Sieht nicht so aus. Ha. Okay, dann gehen wir mal runter, wenn wir oben gerade nicht weiterkommen. Nach unten drücken und A, um durch die Plattform zu sinken. Okay. Jetzt wird uns natürlich mal die ganze Steuerung hier erklärt. Aber ich muss echt sagen, boah, ist das ein atemberaubendes Spiel bis jetzt. Oh mein Gott. Also, falls ihr euch das Projekt auch so mega gefällt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr das bis jetzt findet. Aber ich finde das bis jetzt unglaublich. Und was ist das? Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Also dein Leben quasi. Okay. Sehr interessant. Deswegen ist mal ein großer Jump. Weil auf dieses Zeug will ich nicht treten. Und das hier ist was? Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Okay, halte B gedrückt, um eine Seelenerzeugung und ein Spiel zu speichern. Okay. Machen wir mal. Bam. Einmal abgespeichert. Finde ich aber auch sehr, sehr nice. Dass man hier dadurch überall speichern kann, wo man möchte. Sehr, sehr geile Idee. Muss ich schon sagen. Und was? Was bist du für... Alter! Fuck! Was ist denn das für einer? Alles klar. Und drüber. Scheiße. Komm schon. Komm. Bam. Idiot. Boom, ausgelöscht. Nice. Du hast etwas geistlich gefunden. Wenn du den Kreis füllst, erhältst du deinen einen Fähigkeitenpunkt. Okay. Anscheinend gibt es, wie gesagt, es gibt ja auch Fähigkeiten und damit können wir sie anscheinend freischalten. Sehr interessant. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Und, da war es schreckt. 15. Du hast ein kleines geisterlich Gefäß gefunden. Es wurde geisterlich zu deiner Leiste hinzugefügt. Finde weitere geistlich Gefäße, um schnell Fähigkeitenpunkte zu sammeln. Okay. Gut zu wissen, dass hier auch kleine Secrets versteckt sind, weil dann ist es nicht so langweilig, aber allgemein. Diese Umgebung hier sieht so abend richtig geil aus. Tief im Wald fand Ori das verloren. Was ist das? Licht aufnehmen. Okay. Was ist das? What the fuck? Yo! Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaumes. Sag mir nicht, du bist was wie Navi. Das kommt mir nämlich gerade richtig komisch vor, wegen Baum und irgendwas, was vom Baum kommt. Das ist... Nein, bitte nicht. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du das möchtest. Sei still, hörst du das? Sie müssen dir hierher gefolgt sein. Wer ist erstens sie? Zweitens, du erinnerst mich immer mehr an Navi, weißt du das? Aber wer meint damit sie? Yo! Brumm! Oh, Scheiße! Aber mit ihr können wir kämpfen. Okay, gut zu wissen. Und, yo! Ich habe einen neuen Fähigkeitenpunkt. Nice! Und, Scheiße! Oh Gott, an das Kampfsystem muss ich mich erstmal gewöhnen hier. Holy shit! Ah, wir haben gewonnen. Easy. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren. Sprach eines der Geisterbaum, nicht der Geisterbaum. In der Senke, hinter der Höhle, werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Okay. Yo, die Oberweltkarte ist ja richtig geil. Oha. Und damit können wir auch die Karte, Kartenlegende. Lebenszellen, Speicherpunkte, Geisterportal. Okay, okay. Und auch sogar noch eine Prozentanzeige. Ziemlich nice. Ziemlich nice. Holhain. Okay. Nächstes Ziel, Geisterbaum. Alles klar. Aber was ich jetzt noch schnell sagen will, ist, wir gehen mal zu, ich will mal wissen, kann ich dieses eine Ding kaputt machen? Okay, darauf können wir die Karte abspielen. Und, das können wir auch alles kaputt machen. Und es gibt alles nochmal Fähigkeitenpunkte. Deswegen würde ich sagen, machen wir das auch in Zukunft immer kaputt. Weil Schaden kannst du definitiv nicht. Also Schaden tut es echt nicht. Das würde mich nämlich kurz interessieren. Kann ich das Ding da kaputt machen? Ja! Interessant. Okay, dann können wir dann diesen anderen Weg gehen. Und yo, das hat eine mega, das
Reichweite, das Ding. Oha. Okay. Und weg mit dir. Und aua. Was hat mich da jetzt attackiert? Das da oben? Du Pfaffel. Aua. Was? Ach, come on. Als ob ich jetzt gestorben bin. Nicht schon wieder. Erster Part und schon zwei Tote. What the fuck? Aber okay, akzeptiere ich. Ich nehme es hin. Naja, die Steuerung ist auch noch ganz, ganz neu. Also ich habe noch nicht einmal in der Art und Weise so ein Spiel hier gespielt. Wie gesagt, es ist wirklich 100% blind. Ich habe das zwar mal als EP gesehen, aber ich habe keinerlei Erinnerung mehr. Nichts ist mehr da. Es ist wirklich quasi, als würde ich es blind spielen. Und diesmal wissen wir, dass das Vieh irgendwelche Raketen abschießt. Deswegen weichen wir den schön geschickt aus. So. Machen wir da auch noch dieses Vieh kalt. Bam, bam, bam. Und down. Perfekt. Und dann können wir das da kaputt machen. Und das da. Alles schön down hier. Und um noch höher zu springen. Okay. Da gehe ich noch nicht lang, weil ich will jetzt erstmal da lang. Weil das interessiert mich jetzt. Was ist das? Geisterportal sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganz Niebe zu reisen. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du auch einmal erschöpft bist. Echt? Nice. Drücke A, um zu X, um zu speichern. Ja. Nehmt sie speichern. Dankeschön. Und jetzt kann ich teleportieren. Es wurde bis jetzt auch kein anderes. Okay. Gut, gut, gut. Und dadurch können wir uns jetzt hochjumpen. Und wir machen jetzt hier mal schön alle Gegner platt, weil jetzt mache ich gerade ein bisschen Überlänge. Ich weiß, der Part ist schon etwas länger als normal, aber das wollt ihr euch doch auch nicht entgehen lassen, oder Leute? Und schon zwei Fähigkeitenpunkte. Oha. Nice, nice, nice. Wir kommen echt gut voran, muss ich schon sagen. Gleich erster Part, klar, zwei Tote, aber auch zwei Fähigkeitenpunkte erlangt. Kann man sich echt nicht beschweren. Und dadurch können wir jetzt auch hier durch, dadurch, dass wir jetzt diese Angriffsfähigkeit eigentlich haben, und kämpfen können. Nice. Geh du weg. Autsch. Ich hab gewusst, es wird mich treffen. Ich hab sogar was. Halte RT gedrückt, um zu greifen. Ah, okay. Ah, da hinten war ja was versteckt, ne? Was will ich jetzt mitnehmen? Bam. Was ist das? Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine Anzahl an Schlüsselsteinen nötig ist. Okay, das ist anscheinend ein ziemlich wichtiges Item. Was wir auch hundertprozentig benötigen werden im Laufe des Spiels. Okay, okay, okay. Sehr interessant. Obwohl, ich fliege nochmal einen Schein zurück. Den werden wir nochmal brauchen. Und, fuck it. Hopp nochmal mit Anlauf. Bam. Schön. Rüber. Bam, 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 bam. Weg mit dir. Blöder Gegner, ey. So. Und jetzt schön gut getimte Sprünge. Und dadurch haben wir schon den zweiten Schlüsselstein. Perfekt. Erinnere mich irgendwie bisschen, muss ich sagen, an, sag's mir doch, am Pokémon. Mit Schlüsselstein und Megastein. Was ist das? Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Vorfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Aber okay. Wir haben ja schon beide Schlüsselsteine gefunden. Deswegen würde ich sagen, machen wir das sogar im nächsten Part. Also lasst einen Like-Kommentar, wenn euch Ori gefällt. Und dazu sage ich es mal so. Wenn ihr es schafft, am ersten Tag 15 Likes auf den Part zu kriegen, kommt noch der Part 2 am selben Tag. Würde ich sagen, oder? Ist auch ein faires Angebot. Also, dann sage ich persönlich bis dann und ciao. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Ori and the Blind Forest. Das neue Projekt auf dem Kanal und ich bin persönlich mega gehypt. Ciao.